Es war einmal vor langer, langer Zeit in einer weit, weit, weit entfernten Galaxis. Hey Leute, wie geht's euch? Ich bin's euer Lost und wir sind wieder am Start. Ja, so oder so ähnlich hat bestimmt schon der ein oder andere in seiner Kindheit dem Star Wars Franchise entgegengelächelt und auf uns Zocker da draußen, die ein oder anderen haben es wahrscheinlich schon mitbekommen, kommt auch noch das nächste große Ding in die Videospiellandschaft und zwar ist hierbei die Rede von Battlefront, Star Wars Battlefront 3. Vor kurzem gab es nämlich einen Finanzbericht zum kommenden Star Wars Film, also Star Wars Episode 7, und dabei wurde auch bekannt gegeben, dass das kommende Spiel Star Wars Battlefront 3 mit dem Film gekoppelt released werden soll. Der neue Star Wars Film soll am 18. Dezember 2015, also noch diesen Winter, in die Kinos kommen und etwas zeitversetzt eventuell dann das Spiel Star Wars Battlefront 3. Und das ist auf jeden Fall eine super interessante Info, denn das würde ja bedeuten, dass das neue Star Wars Spiel aus dem Hause DICE dieses Jahr noch released werden wird. Für diejenigen, die sich vielleicht bisher nicht in dem Star Wars Battlefront Franchise umgeschaut bzw. umgehört haben, kurz zur Erläuterung, was es geht. Star Wars Battlefront wird laut dem Entwickler DICE Schweden, der unter anderem natürlich an Titeln wie Battlefield 4 gearbeitet hat, ein ähnliches Konzept fahren, also vor allem ein Multiplayer-Shooter à la Battlefield. Hierbei wird es also verschiedene Aspekte von Infanteriekampf zu Fahrzeugkampf oder auch Luftkampf geben, bis hin zu Weltraumkämpfe, die ja aufgrund der atmosphärischen Unterschiede dann mehr sind als nur in der Luft. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man ein eingefleischter Star Wars Fan ist, und ich zähle mich da ein Stück weit schon auch dazu, ich habe früher ordentlich viele Actionfiguren davon gesammelt und natürlich die Filme geliebt und gleichzeitig auch noch Battlefield-Fanatiker ist, dann ist das natürlich eine enorm geile Kombi, wenn man das Battlefield-Franchise mit dem Star Wars-Franchise mixt und da zusammen was Neues, Neuartiges rausschmiedet, was aber trotzdem Elemente beider Aspekte beinhaltet. Es wurde bisher also schon bestätigt, dass es sich an einem Battlefield orientieren wird. Das heißt höchstwahrscheinlich Multiplayer-Schlachten auf enorm großen Karten, wie zum Beispiel Hoth oder auch Hoth im Englischen genannt, die Schneemap, bekannt aus Das Imperium schlägt zurück, oder dem Waldplaneten Endor mit seinen Ewoks und den dichten Bäumen, dann einfach mal mit dem Speederbike durch die Gegend heizen. Das stelle ich mir wirklich enorm spannend vor. Im Hintergrund blende ich euch ein bisschen Early Footage ein. Das ist aus dem Jahr 2008 und stammt damals noch von dem Entwicklungsstudio Free Radical. Das Ganze ist eine Pre-Alpha-Version, man sieht das vielleicht auch an der Grafik, natürlich ist das jetzt auch schon knapp 7 Jahre her. Das Ganze wurde dann aber auch gecancelt. Ursprünglich sollte das ein PC-Port auf die Konsole werden, aber das wurde dann, wie bereits gesagt, gecancelt und jetzt arbeitet DICE an einer ganz neuen Fassung mit ganz neuen Ideen und ich bin wirklich gespannt, was daraus wird. DICE hat bereits auch angekündigt und auch versprochen, dass wir im Laufe des Jahres die ersten Bilder, auch bewegten Bilder und weitere Trailer zu Star Wars Battlefront 3 besichtigen dürfen bzw. auch zu sehen bekommen. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir dieses Jahr auf der Gamescom 2015 Star Wars Battlefront vielleicht auch schon anspielen dürfen. Ich würde mich natürlich ordentlich freuen und vom Datum her würde es natürlich auch super reinpassen. Aber ich bin mal gespannt, was da in diesem Jahr noch auf uns zukommt. Jetzt mit dem Start der Battlefield Hardline Beta, dann dem Release und dann der Übergangsphase. Aber können wir auf jeden Fall sagen, hey, am Ende des Jahres haben wir auf jeden Fall einen Titel am Start, bei dem es sich lohnt, aktuell dran zu bleiben und gerade wenn ihr um das Weihnachtsgeschäft rum rauskommt, auf jeden Fall auf die Wunschliste zu setzen. Ja, und wenn ihr weiteren Informationen, News und Updates zu Star Wars Battlefront 3 und Konsorten haben möchtet, dann lasst doch ein Abo auf dem Kanal da und gebt doch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, denn ihr unterstützt mich dadurch und ihr wisst ja, wie es läuft. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel und Star Wars Battlefront immer im Auge. Euer Lost.